Ich erteile das Wort dem Kollegen Martin Gerster für die SPD-Fraktion. Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Haushaltsdebatte ist ja traditionell natürlich auch eine gute Gelegenheit für die Opposition, Kritik zu üben. Wie oft hört man, das ist zu wenig, zu viel, zu schnell, zu langsam, zu früh, zu spät, falsche Richtung. Das gehört zur demokratischen Debatte, zur Auseinandersetzung. Aber ich finde, heute haben wir eine neue Dimension erfahren müssen. Und da muss ich sagen, die Diskriminierung von bestimmten Gruppen in unserer Gesellschaft, das halte ich für unerträglich, auch in einer Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag. Und viele glauben, Haushalt ist ja reine Zahlenhuberei. Nein, es ist in Zahlen gegossene Politik. Und ich finde, bei diesem Haushaltsentwurf kann man ganz gezielt und ganz konkret ablesen, was es für die Menschen tatsächlich bedeutet, wenn an der einen oder anderen Stelle eben mehr im Haushalt verankert ist, beziehungsweise entsprechend die Haushaltsansätze, die guten Haushaltsansätze fortgeschrieben werden. Ich finde, Finanzminister Olaf Scholz hat gestern völlig zu Recht gesagt, das ist ein Haushalt der Investitionen, der sozialen Sicherheit, öffentlichen Sicherheit und auch der emotionalen Sicherheit. Und ich will ein paar Beispiele nennen aus Begegnungen und Gesprächen in den letzten paar Wochen bei mir in der Region, in Oberschwaben im Allgäu, wie letztendlich dieser Haushalt auch viele Verbesserungen für die Menschen bringen wird. Da war die junge Familie, die geklagt hat, Vereinbarkeit von Beruf und Familie klappt noch nicht so gut. Und da will ich sagen, ich finde es großartig, dass unsere neue Familienministerin Franziska Giffey das gute Kita-Gesetz auf den Weg bringen will. Mehr Qualität für die Kita, aber auch die Möglichkeit, die Gebührenfreiheit in allen Bundesländern durchzusetzen. Ich finde es nach wie vor nicht in Ordnung, dass in Baden-Württemberg unter einem grünen Ministerpräsidenten die Familien Kita-Gebühren bezahlen müssen. Das macht oft mehrere hundert Euro aus. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, wir ermöglichen allen Bundesländern, die Gebührenfreiheit durchzusetzen. Und ich sage auch ganz selbstbewusst, die SPD hat in ihrer Geschichte das Schulgeld abgeschafft, die Studiengebühren abgeschafft. Und wir werden es auch schaffen, die Kita-Gebühren in allen Bundesländern abzuschaffen. Da war die Familie, die gesagt hat, wir haben den Traum nach einem eigenen Haus, nach einer eigenen Wohnung, und wir werden diese Familien unterstützen. Es kann nicht der einzige Baustein sein für das Eigentum, aber es kann vielleicht der entscheidende Baustein sein, um eine Eigentumswohnung, ein Eigenheim zu erwerben. Und deswegen sage ich, es ist gut, dass wir das Baukindergeld einführen werden. Es sind für eine Familie drei Kinder 1.200 Euro, und das macht dann insgesamt über 10 Jahre schon 36.000 Euro aus. Deswegen sage ich, das gehört entsprechend unterstützt und ist ein guter Baustein für junge Familien. Aber wir investieren auch ganz viel in den sozialen Wohnungsbau. Und das ist auch ganz wichtig für Leute, die sagen, Mensch, ich kann bald die Miete nicht mehr bezahlen. Ich habe Angst, dass ich hinausgetrieben werde aus der Wohnung. Und da tun wir auch was, indem wir letztendlich die Umwälzung der Ausgaben für Modernisierung auf die Mieterinnen und Mieter stoppen. Da war der 18-Jährige, der gesagt hat, ich habe jetzt meine Abi-Prüfung gerade geschrieben und meine Eltern haben nicht so viel Geld. So, und da kann man jetzt sagen, na, wir werden im Laufe dieser Legislaturperiode ganz viel tun, um solche jungen Leute zu unterstützen, wenn sie studieren wollen. 1 Milliarde mehr in dieser Legislaturperiode für das Schüler- und Studierenden-BAföG, dazu noch mal 350 Millionen Euro für das Meister-BAföG. Ich glaube, das ist eine richtig gute Nachricht für junge Leute. Im Übrigen, wir als SPD haben in den meisten Bundesländern ja durchgesetzt, dass die Studiengebühren abgeschafft werden. Auch das ist ja eine gute Botschaft, die heutzutage oft vergessen wird. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass in manchen Bundesländern schon wieder diskutiert wird, dass für Teile der Studierenden wieder Studiengebühren eingeführt werden sollen oder schon wieder eingeführt worden sind. Da war die Pflegekraft, die gesagt hat, wir haben viel zu wenig Personal. Ich fühle mich überlastet, überfordert. Ich werde im Urlaub angerufen, ob ich nicht kommen kann. Da finde ich es gut, dass wir
auf das Schulgeld verzichten und dafür ja die Ausbildungsvergütung entsprechend einführen. Ich glaube, das ist ein großer Baustein, damit dieser Beruf attraktiver wird. Und ganz konkret im Haushalt stehen ja auch 2 Millionen Euro für eine Kampagne zugunsten des Pflegeberufs. Ich glaube, das ist eine richtig gute Sache in diesem Haushaltsentwurf. Ich denke an die THW-Helferin, die ich über die Jahre immer wieder getroffen und gesprochen habe, die 2013 gesagt hat, das kann doch nicht sein, ich bringe mich ehrenamtlich ein, ich helfe anderen Menschen, wenn sie in Not geraten. Aber meine Unterkunft vom THW-Ortsverband ist in einem völlig maroden Zustand, das kann doch nicht so bleiben. Ein bisschen Wertschätzung hätte ich auch gerne. Und ich will daran erinnern, dass wir das Liegenschaftsprogramm, das Fahrzeugprogramm und viele andere Maßnahmen ergriffen haben für diese Helferinnen und Helfer, die unsere Unterstützung auch verdient haben. Ich denke an den Einwanderer, der seine Zukunft in Deutschland sieht, wo wir 2013 bei Integrationskursen gerade mal 200 Millionen Euro im Haushalt hatten. Jetzt ist es eine Dreiviertelmilliarde, damit wir diese Leute auf einen guten Kurs bringen, damit sie Erfolg haben in unserer Gesellschaft und letztendlich gut unterwegs sein können. Ich denke an Leute, die verunsichert sind, sagen, draußen fühle ich mich nicht mehr wohl, die Angst haben vor Wohnungseinbruch. Hier haben wir viel getan. Wir haben die Sicherheitsbehörden gestärkt, aktuell im Haushalt 2000 zusätzliche Stellen bei Polizei und Bundeskriminalamt. Ich denke aber auch an unser Programm letztendlich zur Verbesserung von Einbruchsschutz. Das sind unglaublich viele Leute, die das beantragt haben, und das ist eine großartige Sache. Man könnte jetzt so weitermachen, wenn ich noch eine Viertelstunde Redezeit hätte, würde diese auch nicht ausreichen, um aufzuzeigen, wie viele Menschen ganz konkret von unserer Politik, unserem Haushalt profitieren. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, hier in der Haushaltsdebatte und auch im Haushaltsausschuss entsprechend die Positionen zu besprechen. Jedenfalls glaube ich, dieser Haushaltsentwurf eine gute Sache. Herzlichen Dank an Olaf Scholz und das Bundesfinanzministerium. Vielen Dank.